Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit in dem Pro Club. Und ja, heute mit, ich glaube, wir sind 8 Leute. Mit dem Julian, mit dem Kevin, mit dem Florian, mit dem Naiko, dem Frano, dem Patrick und mit dem Tallin. Und ja, müssen mal schauen. Wieder ein bisschen offensiver als beim letzten Mal. Ich bin Und wieder da. jetzt sollten wir mehr Tore machen, als wir bekommen. Das ist schon mal das erste Ziel. Zweite Ziel wäre natürlich, dass wir demnächst mal ein bisschen defensiv stabiler werden. Und da ist eigentlich auch immer noch die Aufforderung da. Ich meine, lange ist das Spiel jetzt nicht mehr zu spielen, aber ist ja noch, ne? 2, 2,5 Monate, 3 Monate. Und für die Zeit suchen wir natürlich immer noch einen Innenverteidiger und auch einen Rechtsverteidiger, weil da sind eigentlich keine wirklich festgeplanten Leute drin. Deswegen könnt ihr euch da gerne nochmal melden, wenn ihr die PC-Version habt. Nochmal, ne? Erwähnen. Und ja. PC, wir wiederholen PC. Ja. Das ist dieses Ding, ne, das jeder zu stehen hat zu Hause. Da habe ich vielleicht ein Problem für nächste, also wenn FIFA 15 raus ist, weil ich werde mir das nur noch für Next Gen Konsole holen. Attractive. Mein PC packt nicht mehr. Ah, es packen viele Also ich habe PCs mir die nicht. Systemanforderungen davon mal angeschaut, also ne, dann müsste ich mir einen neuen PC kaufen und dann mache ich das lieber so. Ich muss wieder eine neue Grafikkarte leisten. Ich muss mir da komplett einen neuen PC leisten. Also das ist alles schon veraltet. Ja. Ich muss mir auch einen neuen PC kaufen. Ich lade noch. Seid ihr auch noch in einem Ladescreen? Kannst mal sehen, Ja, ich bin auch noch normalerweise im Laden. müsste FIFA jetzt so ein Abkommen haben mit den ganzen PC-Herstellern, ne? Nur wegen FIFA müssen die sich alle neue PCs holen gerade. Das ist ein Ja. übelstes High-End-Spiel wird jetzt. Das wird nachher besser als GTA von der Grafik. Ja, Kannst nachher GTA kommt ja auch jeden. noch für die neuen Konsolen raus. Ja. Kannst nachher Und ich jeden habe mir auch Zuschauer angeschaut, einzeln so mit steuern. richtig geilem Gras, das sieht richtig toll aus, ey. Das werde ich mir auch holen. Ja, da ist jeder Grashalm einzeln animiert. Ja, das finde ich Gut. richtig, richtig schick. Jetzt auch mal zum Spiel. Wir haben 6 Gegner. Und Müsste schauen wir doch schaffen mal. sein, denke ich. Und bei mir leckt's nicht, das ist gut. Zumindest Juhu! noch nicht. Das soll auch Prozess nicht so viel angelassen bringen. Was, diesmal? was, 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 was? Wie, was? Tallinn! Prozesse diesmal angelassen? Nein, das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass der zu Oh, lange das an hört ihn aber auch war. mal. Ey, Kung Fu ich doch wohl Tricks. mal. Ich hab doch versucht, den Ball Hau zu ihn weg. spielen. Hau ihn um. Ja, weiter nach Mach ruhig vorne. zurück. Ja, weg die Sehr gut. Murmel. Weg die Murmel. KI-Spieler, schön. Ja, tolle Wurst. Weg war der nicht. Hätte zu mir passen können. Aber gut, kriegen wir den Abstoß. Den nehmen wir mit. Oben anbieten. Genau, schön. So, und in der Mitte läuft Hat denn jemand von Julian. euch hier Costa Läufst du? Nee. Rica-Spiel geschaut? Ja, ich. Boah, ich war überrascht. Ich auch, Ja. durchaus. Ja, da gehe ich nach von Sehr Costa überrascht. Rica, glaube ich, auch. Ja, Ja, das auf sieht jeden so Fall. aus. Mit denen hat da nicht wirklich jemand gerechnet in der Gruppe, glaube ich. So, rein das Ding! Ah, verdammt. Oben, Was oben, noch oben, mal, Jungs, oben, was oben. macht ihr Nein, denn Gott, da? hier! Nee, er hätte noch passen müssen. Da oben stand besser. Unten. So, unten. Guter. Ja, ich sehe dich doch. Mann, so einen müsst ihr aber machen das nächste Mal. Ja, na, wie gesagt. Ein Päschen noch und ich barsteh's. So, hier. Frelo. Oh, Guter schöner Pass. Pass, super! Marin! Ach, verdammt, schade. Ah, schön gemacht, Frau. Oben. Ja. So, Jetzt, ich stehe auch seitdem noch ich weiter auf oben. Legende spiele, ist das besser geworden dann. Glaube ich. So, Ecke. Schade. Ah, von rechts mache ich Ecke. die, Nicht von rechts mache schön. ich die. Von links machst du Kevin. Der ist drin! Ach, verdammt. So, nicht so überhastet. Wir Macht machen das sich. jetzt Barcelona-like. Oh! Da stand Schade. leider keiner. Naja. Aber gut, dass du das siehst. Wer ist der Gelbe vorne? Ich Das ist, glaube ich, bin. Julian. Gelb ist Julian. Ich höre Julian gar Ja, nicht. der kann noch nicht reden heute. Ach so. Dachte ich, Hier, hätte ihn hallo immer noch da. auf Stumm. Das sind die Eigennützigen hier, der Kevin. Wie gesagt, am besten immer den besser Platzierten anspielen. Gott. Aber nicht den Gegner. Eieiei, habe Gute ich. Idee. Gut, Ey! Shooter. Na, der hat eigentlich gefoult, der Junge. Boah. Ah, die sind hier ganz schön, ne? Ruppig und In welcher ganz schön Liga ist aktiv Rumpel? dran, ne? Blutel. Super, Sieben. super, super, super. Komm,
Das ist unser. Frau jetzt läuft mit in der Mitte. Jetzt. Marin! Ja! Da ist er! Ja. Julian macht 1-0, schön rausgespielt. Gute schön Mannschaftsleistung. Reingerutscht. Ach, da kann ich noch. Kann ich auch noch. Oh Mann. Was ich ja lächerlich finde, ist, dass sie nicht 11 Spieler Jubel haben bei FIFA 15. Das kommt dann aber bei FIFA 16. Noch realistischer. Jetzt noch realistischer. FIFA 16, 11 Spieler Jubel. Hättest du bestimmt jetzt schon machen können, aber die brauchen noch so, einen Euro. Jetzt hier, komm. Ja, ich glaube noch ein Stück. Gib durch. Ja, dann brauche ich, dann komme ich ja nicht mehr ran. Muss jetzt flanken. Ja, deswegen du solltest du in die Mitte spielen. Ich wollte Flanke auf den Spielen schicken. Denk mal, ein Spieler geht da ran. Ja, komm, oben. Ja, sehr, schön. Sehr so, warte, ich lauf. Jetzt die Steilpass. Hier, komm. Ich bring die Flanke. Boah, wo sind die hingegangen? Dafür entschuldige ich mich von ganzem Herzen. Du war richtig schlecht. Oh, Florian, ja! Schade. War gut. Da bin ich mal durchgegangen und dann wollte ich mal. Vorsicht, der Konter. So, ja, schön. Ja, Bas, schön abgefahren. Bas. Oben, ja. Nochmal oben. Hier, die Pass schnell. Ah, schade. Willst du Barcelona-Spielstil oder was? Ja, das war geplant. Das war so geplant. Also, funktioniert ja gerade ganz gut, ne? Ja, das klappt schon. Solange wir den Ball besitzen, kann der Gegner nichts machen. Ne? Ja, mach mal geile Helga hier. Ich glaube, der kriegt das besser hier backen. Von den Werten her, der hat ja seinen Top-Spieler da. Renn die Murmel! Oh, schade. Dran war er schon mal. Und nächstes Mal ist auch drin. Ui, schade. Oh Mensch. Hugo. Schön. Den Fehler selber wieder ausgebügelt. Ich stand direkt vor dir, Tallinn. Kein Risiko. Fürs Klären bekommt er aber Punkte. Ach, für den Pass? Nicht? Nein. Nur fürs Klären. Muss nur als Stürmer passen. Realismus. Komm. Jo. Und jetzt steil. Oh, ja, raus. Oh, schade, okay. Ah, verdammt. Kacke. Bosberg holt sich die Murmel. So, ja, außen ist keiner, schade. So, dann lauft euch mal frei. Mitte. Gelb. Ist eher orange, aber. Ja, das bin unten. Ich. Shooto, super. Super. Ja, das du sagst unten scheiße. Und bist im Abseits. Du musst dann aus dem Abseits rauskommen. Da dachte ich eigentlich, das passt ein Stück früher, das war aber mein. Naja, aber du wärst ja trotzdem im Abseits gewesen. Dann lieber vorher nochmal vergewissern. Dann nützt auch nichts, wir sind in Führung. Stimmt schon. Hast du. Rein die Flanke. Wir haben schon mal ein 2-0 vertändelt, also nur so by the way. Ja, und jetzt ist hier mal positive Stimmung gerade. Sowieso. Kommen sie! Schade. Noch nicht so früh grätschen da, Naiko. Wenn du getroffen hättest, hättest du von hinten getroffen. Gibst du die obligatorische Rote? Ich weiß nicht, was die zwei KI-Spieler hier auf meiner Position machen. Links- und Rechtsverteidiger beide. Ja, ich wollte gerade. Was? Linksverteidiger bin ich? Ja, dann war das der Innenverteidiger und der Rechtsverteidiger? Keine Ahnung. Oh. Schön im Weg beide gestanden vom KI-Spieler. Sehen. So, weg die Murmel. Ja. Das können sie alle, das ist. Ja, ah, nur Standard. Wenn man denen das sagt, sonst machen die das auch nicht. Schön, ach, schade. So, hier oben. Warte, du bist im Abseits? Naja, nee, ich war vorher nicht im Abseits. Julian war im Abseits. War, ja, der sollte durchgehen, Julian. An Shooto. Weil Shooto wäre jetzt nicht mehr im Abseits gewesen. Ah, ich glaube, ich war sogar auch minimal mit meinem Arm im Abseits und da das hier zählt, ja. Komischerweise. Hier zählt ja auch der Arm, das ist ja so. Berlin? Wenn man nervös, wenn Tallinn am Ball ist. Wenn man Oliver Kahn heißt. Ich bleib auf links, geh du mal ran. Ja, weiter, abseits. Abseits. Schade. Wir müssen mehr machen aus den Chancen. Wir haben ganz viele Chancen, aber wir müssen die auch mal reinhauen. Sonst kriegen wir nachher ein so ein dummes Gegentor wieder und dann sieht's wieder anders aus. So, jetzt. Du läufst? Ja, da hat er mich nicht vorbeigelassen. Ja, der hat geblockt. Ah, Juju. Ich sollte mal weniger laufen. Schade. Sonst gibt's nachher wieder Mordbuch Schutowski. Das macht Tallinn wirklich gut, Mann. Boah, Junge, ich wollte gerade passen hier, du Heini.
War wieder nicht gut von Shooter. Ja, ich weiß. So, Helga. Okay. Oh, das war ein schöner Pass von Lauf mal weiter innen, Helga. Ah, da soll er nicht hin, aber gut. Solange er rankommt, ist alles in Ordnung. Oben, oben, oben. Du machst ein offensives Mittelfeld. Obwohl, Barcelona verteidigen, ne? So machen die das ja auch. Warte, warte, rechts. Ja, ich spekuliere immer auf die Abpraller, die ich euch wiedergeben will. Von wem? Schön, komm. Schieß. Wim. Das Schieß. War schön. Ah, schade. Deine Flanke nochmal. Na gut, erste Halbzeit sieht ja ganz gut aus. Viel Offensive von uns. Aber wie gesagt, noch ein, zwei Tore mehr. 11 Schüsse haben wir gehabt. Wow. Da muss dann auch mal einer rein sein. 6. Chancenwucher. Guckt euch den Ballbesitz an. Wie viel waren es? Ich habe jetzt schon weggedrückt. 76%. 59% Ballbesitz. Nee, 76%. Was? Ach so. Ballbesitz? 59%. Ja, stimmt. Ach, passt genau. Ich glaube, war 72. Genau. Ja, also wenn wir das nochmal so richtig, ne, dann auch ein bisschen uneigennützig spielen, gucken, wer am besten positioniert ist und so, dann kriegen wir auch noch eins hin und dann dürfte das auch sicher sein. Jetzt aber so ein Spiel muss man jetzt nicht verlieren. Jetzt nicht anspruchsvoll werden. Wir könnten das ja auch mal so machen, dass wir das einfach jetzt über die Zeit bringen, aber das ist immer ein bisschen schwieriger, als wenn wir jetzt hier noch ein Tor machen, deswegen. Ja, aber auch mit Ballbesitz spielen. Keine so. Also das war unnötig, Leute, sowas. Oben, 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 oben. Ja. Aber boah, dieser KI-Spieler. Was der für ein Pass spielt, ja. So, mit der raus auf die links, links. Ballbesitz. So, warte, warte. Ah. Krieg ich. Sehr. Schutter raus, 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 raus. Nee. Jetzt muss er kommen, aber die war schlecht. Ah. Du bist Rechtsfuß, deine Flanken sind richtig grottig, ja. Ja, aber ich spiele halt immer über links. Ich sollte mal meinen Linksfuß machen. Schieß! Schade, jetzt! Ja, Florian! Ja. Mit Gewalt! Noch so ein Abpraller-Ding. Ich habe da nur Gewusel gesehen auf meiner Position. Was ist denn? Jetzt muss ich mir mal die Zeitlupe angucken. Das war ein Santana-Tor hier. Ja. Santana gegen Malaga. Schon, wir stochern den so rein, ne? Ja. Das ist ja jetzt egal. Tor ist Tor. Florian muss auch mal eins haben. Ich brauch das halt. Komm, geh ran da, du Rechtsverteidiger. Geh ran, Rechtsverteidiger. Geh ran, Rechtsverteidiger. Lauf weiter, Julian. Doch, lauf weiter, Julian. Okay. Jawohl, jetzt da, Julian. Zieh ab! Was machst du? Warum legst du den Ball vor? Du musst schießen. Ja? Das war deiner. So, weiter geht's. Solange wir 2-0 vorne sind, darfst du sowas mal leisten. So, hier. Toto? Ja, ich krieg den Ball gar nicht hier. Ich bin immer gleich weg. Und so. Ui, ja, Torwart schön gemacht. Und er war noch dran. Gibt's den Abstoß. Das war natürlich ideal. Ich hab die alle weggeschubst. Na, den Ball gab's trotzdem nicht dafür. Kalini oben. So, ich lauf hier in der Mitte. Okay. Immer noch? Ja. Hä, was macht denn der Typ? Ja, keine Ahnung, ich lauf ganz normal. Überraschung. Ich wusste, dass der kommt, aber irgendwie, ich weiß nicht, was der da tut. Ich finde immer so klein. Ja. Jetzt steht er nicht auf Füße. Ja, war aber schon vorher faul. Ich, der absolute aggressive Shuto hier, mit meinen 1,73, habe den gebissen. Um. Was machst du denn? Julia. Nicht immer den Ball so weit vor. Konzentration hier. Mann. Lauf extra noch nach vorn. Das ist immer, wenn man die Lauftaste loslässt, dann legt er sich den sehr, sehr weit vor. Deswegen immer aufpassen. Schade. So, oben, ja. Unten. Ah, der war scheiße gespielt. Wir können auch mal wieder ein bisschen besser passen, Leute. Aha, sehe ich genau. Das hat mir in der ersten Halbzeit besser gefallen. Ja, jetzt sind die Leute immer so, oh, ich muss den direkt nach vorne. Oh nein! Fuck! Hallin! Mach's sicher! Sehr schön. Das ist ein KI-Innenverteidiger. den würde ich gar nicht anspielen. Hier oben.
Leute, spielt doch wieder rum. Ist doch Zeit. Passt mal, doch, wir ja. sind in Unterzahl. Passt doch, die sind doch beide angekommen. In Unterzahl? Wir sind in Unterzahl. Boah, wir sind in Unterzahl, ja. Alles klar. Wieso sind wir in Unterzahl? Weil wir Patrick Boah, ne. haben. Danke. Komm. Ja, ich gehe weiter. Jetzt auseinander! Verteilt euch! Mit. Ja, wenigstens ein Einwurf. Ja, komm, mach, Kollege. Oben. So. Kannst du auch einen Seitenwechsel machen? Ja, das war unabsichtlich, aber gut. Rinn die Murmel! Ja, Julian! Yeah! Schön Julian! Gemacht. Nein, das war volle Absicht. Was war jetzt? Die haben aufgegeben. Ja. Haben sie aufgegeben. 9,0 für Patrick hier, die beste Note. Oh. Ich habe immer, ich habe nur eine 6,5. Ganz ruhig, bekommen. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, wir gucken mal schnell die Statistiken durch. Julian auch nur eine 7,7. Ja, dann haben wir den Besten, wie gesagt, mit Patrick da auf links. Ich habe mich auch nicht mit Ruhm bekleckert hier. War, glaube ich, sogar schlechtes von unseren, oder? Ja. Boah, nee, Florian. Florian hat es noch geschafft, schlechter zu sein. Boah, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ja, ne? So, und dann haben wir erfolgreiche Pässe nochmal und ja, gucken wir mal alles schnell durch. Ansonsten würde ich sagen, war das noch eine gute Partie. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.